Erstmal looten. Ah, die Musik einfach. Gut. Eigentlich kann ich mal wieder mit der Switch spielen, ey. Die Stärken werden angezeigt. Bestimmt wie beim vorherigen Teil gibt es dann manche Gegner, wo keine Anzeige ist. Da sollten wir dann vorsichtig sein. Noch ein Welpe. Ja. Oh, die Muck, Alter, die Musik ist so fucking gut, ey. Jesus. Ich bleib einfach nur hier und hör mir die Musik an. Oh, mit der Flöte, Alter, wie geil! Oh mein Gott! Die Musik! Wie gut! Mich auch, May! Mich auch! Alter, wie geil! Alter, mit der Musik Sport machen, ey, ohne Scheiß. Erstmal spielen wir eine Wishlist packen. Ja, mach das. Das war jetzt schon richtig geil. Alleine schon der Anfang, wie das abging. Xenoblade ist schon ziemlich geil, die Reihe. Was ist das für ein fettes Ding? Level 42, ja na klar. Geht schon los hier. Ich bin Level fucking 2. Geisterholz. Aber der Loot ist... Wie rennt? Nein, den Nein. Kann ich eigentlich noch... Oh fuck. Wer hat mich jetzt gesehen? Oh nein, der Level 42er. Renn mit der Musik! Dü, 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 dü. Oh mein Gott! Wer greift mich jetzt schon an? Oh, Fliegegegner, die hasse ich auch. Ein heilender Ring ist im grünen Bereich, der auf dem Boden verbleibt. Ah, Heilung, okay. Oh, wie geil die Musik einfach ist. Verdammte Scheiße. Ich muss mir den Soundtrack kaufen, Alter. Ich fühle die Musik so hart. Und wir sind noch am Anfang, ne? Das ist gerade mal die paar Liedchen da.
Mina, ich so. Ah, ja, Tierose. Noah, Ground Pito. Pito. Der Soundtrack hat was von Okami. Ja, stimmt. Ich bin voll hebelig wegen der Musik. Ja, wir sind doch eine Vierer-Konstellation. Er hält sich sehr bedeckt, da er der Vierte. Ist er das von früher? Noah, Juni, Lanz. Scheint er zu sein. Glaube ich, weiß es nicht. Vielleicht ist das jetzt ja kleiner? Das ist so ein kleines Stückchen. Wie süß. Wie mache ich diese Kackkarte wieder kleiner? Navigation. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Karte jetzt kleiner mache. Hilfe! Ah, jetzt. Container, was ist das denn? Hallo Keks. Freunde, bitte warten. Was gibt's, Rico? Uah, Klopperei war anstrengend, aber bitte trotzdem nicht Umgebung ignorieren. Cookie hier. Oh Gott, der redet ja wie May, Alter. Das ist May da unten. Das ist kleine Wobbeldings da. Was meinst du, den alten Behälter? Wenn er hier so rumsteht, wird sicher nichts Wertvolles drin sein. Gewonnen oder nicht? Nach Schlacht ist Vorschlacht. Ohne flitzefleißige Unterstützung von Noppon. Ach, Noppon hießen die, genau. Während Freunde schon längst auf Schlachtfeld krepiert. Ich bin Mini-Afro, geil. Der redet wie du. Also bitte nicht Oberschlau tun, sondern Meinung von Experten anhören. Ja. Hey, 1:1. Ruhig Blut, Pelzknäuel. Hey, du bist aber in meinem Team. Das ist gut. Ach, ein Experte willst du sein, Rico. Willst du dann auch mal mit uns an die Front zu kämpfen? Hm? Klingt das lustig? Lass ihn, Lanz. Er meint es doch nur gut. Wow. Unterwegs findest du manchmal Container. Diese können Items enthalten, welche sonst nur schwer zu bekommen sind. Es lohnt sich also, jeden Container zu untersuchen. Ah, ich meine es jetzt nicht böse oder so. Aber dieses Cookie und das ist so May-Sprache. Die Seltenheit von Items lässt sich in 3 Stufen einteilen. Legendär ist lila, selten ist gelb, gewöhnlich ist weiß und je seltener das Item, desto schwerer ist es zu erhalten. Alter. Oh. Wähle Charaktere, Ausrüstung im Hauptmenü, um Charaktere mit verschiedener Ausrüstung auszustatten und somit zu stärken. Ausrüstung anziehen. Ja. Charaktere. Ja, ich will doch machen. Lass mich. Ja.
Kann ich auch Charaktere ausziehen? Autospeichern. Das ist gut. Da leuchtet was Rotes. Das ist nicht gut. Ist das... Ja. Da hat's jemanden erwischt. Der hat sich wohl noch mit letzter Kraft zurück Richtung Kolonie 9 geschleppt, aber dann... Ja, und dabei hatte ihr Flammenuhr noch so viel Lebensenergie. Flammenuhr. Könntet ihr kurz warten? Ich möchte ihr den Weg weisen. Clari claro. Das ist May 1:1. Als Wegweiser kann Noah Gefallene helfen, wenn du unterwegs Hüllen findest und diesen Weg weist, vertieft das deine Harmonie zu ihren Kolonien. Ich weise dir den Weg. Jetzt spiel mir Flöte, ne? Das ist voll geil. Oh mein Gott! Wie gut! Pilze, ich liebe diese Pilze. Todesschwammel. Täufling. Da ist sehr viel Loot. Ich werde bestimmt jetzt angegriffen. Ricalo-Teich. Okay, ich krieg Fallschaden, aua. Also, sehr weit darf ich nicht runterspringen. Und ich meine, das war jetzt nicht sehr hoch. Aber das war nicht sehr hoch für den Schaden. Schwimmen. Geil. Mina! いつもどり行こうぜ。ノア。ソードストライク。こっちに来やがれ。ありがとう。ライジングストライク。オッケー、クラッシュ。アップ。キャックラッシュ。いいんじゃねえの?いいぞ。ムバ。ハジチュワンス。 Leichter Mück. Bisschen fahren wir die Gegend. Das ist nur ein kleiner Teil, das ist schon sehr beängstigend. Oh, die Ultramücke hier. Container!
Noppon Silbermünze. Ah ja, kann ich bestimmt bei irgendeinem Noppon-Händler dann irgendwas eintauschen. Stadt Pro. Ein Fischi, aber ich kann nicht kämpfen. Hat ein bisschen was von so einem Anglerfisch. Chloe, bist du's? Tägliche Hygiene ist wichtig. Oh geil, die quatschen auch nebenbei so random Sachen, das ist geil. Sowas liebe ich. Was zur Hölle? Die Hasen haben Knüppel an ihren Schwänzen. What the fuck? Manche Techniken besitzen je nach deiner Position zum Gegner spezielle Effekte. Die richtige Position bringt Vorteile wie zum Beispiel mehr Schaden bei Rückangriffen. Wenn deine Gefährten die Aufmerksamkeit des Gegners haben, solltest du dich in eine günstige Position begeben und Techniken von der Seite oder von hinten einsetzen. Der Pfeil über den Techniksymbolen zeigt an, auf welcher Seite die anvisierten Gegner sich der gesteuerten Charakter befindet. Okay. Bam! Der lebt noch! What? Böse Hasis. Schwach glänzender Stein. Manchmal ist aber kein Untertitel da, wo ich dann keine Ahnung habe, was sie sagen. Blöde B immer hier. Amiibo-Funktion. Mhm. Nee, habe ich nicht, leider. Ich wollte die immer von Monster Hunter haben, aber die waren immer alle ausverkauft. Schweine. Und von Final Fantasy gibt's ja auch. Habe ich auch nicht. Cloud und Sephiroth. Eine Hülle. Bin schon dabei. Von Zelda finde ich auch toll. Oh ja, die sind auch super. Aber die Häschen sind voll aggressiv, ne?
Mal Kombos und Schwank und sowas. Ja, ich kann sie einsetzen. Warten. Training. Und Lacet, danke schön für dein Resub. Im dritten Monat schon. Vielen, vielen Dank. Sensei hat mich ja hier mal in den Keller gesperrt. Ja. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Dankeschön für den Resub, sehr lieb. Und hallo Metalbeer. Mal kurz ein Moin reingeworfen. Ein Moin zurück. Ist aber sauteuer. Ja, die sind echt teuer. Und zum Sammeln. Ja. Ich habe noch kein einziges Amiibo, also. Da muss ich auch mal anfangen. Hatte heute frei, also ja. Das ist schön. Bei Smash ist der ganz cool gemacht, kannst der Charakter leveln und falls du einen Kumpel geht, speicherst du deinen Fortschritt auf den Amiibo. Das ist schon geil, ja. Aber nicht, aber wo ist das? Noch keins? Noch gar keins, nein. So, du kannst alle Tutorials erneut ansehen. Ja, das haben sie uns schon mehrfach gesagt. Töte dich jetzt, Schmetterling. Stirb! Wo bin ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe irgendwo hin. Auf jeden Fall nicht der Weg, wo ich es lang soll. Ich laufe, glaube ich, gerade wieder zurück, ne? Ja. Monster Hunter, Final Fantasy, sagst du? Und Zelda und Monster Hunter. Achso, Monster Hunter hast du ja. Ja. Zelda auch. Gab's da noch was? Und Smash Bros. Ja, Smash Bros. Ist ja, Final Fantasy Charaktere sind ja in Smash Bros. Drin. Und ich vergesse Monster Hunter, halt die Fresse. Weiß es nicht, Lacet. Ich hab heute erst angefangen. Ich habe mich über das Spiel halt nicht viel erkundigt. Ich wusste, dass ich es mir holen werde. Ich habe ja die vorherigen Teile auch gespielt. Ich wollte mich halt nicht zu sehr spoilern lassen. Keine Ahnung. Aber bis jetzt die Musik und was sie uns jetzt schon am Anfang gezeigt haben, ist schon sehr beeindruckend. Und die Musik killt mich einfach, die ist so gut. Hallo Thorsten. Ich kann japanische Worte ein paar, aber... Schriftzeichen weiß ich. Aber Japanisch kann ich selbst nicht nehmen. Das ist eine schöne Sprache. Jupp, jupp. Hallo Kartoffel. Er hat irgendwie schon. Bleib mal ruhig da. Alles gut, ich mache ja schon. Oh, das ist mega geil. Jetzt Ehre erweisen. Mit dieser schönen Flötenmusik. Kartoffel, danke für 2 vergiftete Subs an Indy und an Shogun Benkei 33. Dankeschön. Das ist sehr lieb.
Au. Geil. Das ist dieses diese Kampfmaschinen, die wir gerade gesehen haben, ne, im Krieg. Das Bestattung und Ehrenerweise haben sie vielleicht von Ghost of Tsushima. Kann gut sein, aber Japaner sind eh sehr ehrenvoll, was angeht. Die Musik auch, Alter. Ja, neue Stufe. War mal viel zu leicht. Ja, die Namen konnte ich aussprechen, das stimmt. Schwarzkiwi. Da sind auch Loot. Soll ich da reinspringen? Spring jetzt ins Wasser. Panda-Pfeilchen. Loot, Loot, Loot. Das triggert mich, wenn hier was leuchtet. Ich will das alles haben. Ist das gar nicht Chloe? Und selbst alle kompatibel. Ah, oh, okay. Selbst wenn sie nicht kompatibel wären, sind sie ja trotzdem schön zum Ansehen. Man sammelt die ja halt auch zum Hinstellen, ne? Tintenschnecke. Thorsten, und danke für die 100 Bits. Danke, danke. Mundblüte. Ich habe halt keine Ahnung, was sie jetzt da gesagt hat. Ich glaube, das war im Teil 2 auch so, dass da manchmal so Sachen gesagt wurden. Ich habe keine Ahnung, was sie denn sagen. Keine Ahnung. Öffnen! Oh, noch so eine Noppe und Silbermünzen. Da habe ich 4, glaube ich. Blaue Kette. Nein, Hasi, nein. Bleib lieb. Alter, die Musik. Dum, da, da, dum, dum. Ah ja, May. Ich wusste nicht mal, dass sowas gibt. Aber warum, frage ich mich eigentlich. Puh, endlich wieder in heimischen Gefilden. Rico ist ganz ausgeschlaucht von vielen Fußgetrippel. Die Kolonie scheint gut davongekommen zu sein. Ein halbes Wunder nach dieser üblen Schlacht. Naja, die gegnerische Kolonie hätte auch nicht gerade den höchsten Rang. Ja, deswegen war unsere Ausbeute für die Flammenuhr auch nicht gerade üppig. Beschwer dich nicht, das Wichtigste ist doch, dass keiner von uns ins Gras gebissen hat. Das stimmt, und für die nächste Zeit wird's erstmal reichen. Geplapper hier draußen, reine Zeitverschwendung. Drin wartet warme Badespaß. Das ist so May, Alter. Oh ja, da sagst du was. Na, baden gehen. Die Kolonie 9. Flammuhr. Hallo David. Ich mag den kleinen Scheißer. Ja, der ist super. Die Flammuhr zeigt die Menge an Lebensenergie, die von den besiegten Feinden geerntet wurde. Flamme nimmt mit der Zeit ab. Die Werte deiner Charaktere nehmen mit gefüllter Flammuhr zu. Also versuche die Flammuhr möglichst voll zu halten, um die Boni zu behalten. Charaktere mit einem Stern neben ihrem Namen haben etwas Neues zu erzählen. Sprichst du zum ersten Mal mit jemandem, vertieft das die Harmonie zur jeweiligen Kolonie. Tapsi, tapsi, tapsi.
Habt ihr schon gehört? Der Feronis von Kolonie 9 ist offenbar für eine Weile außer Gefecht. Heißt, er ist bewegungsunfähig? Dabei hat er es doch vom Schlachtfeld noch problemlos hierher geschafft. Anscheinend wurde im Gefecht mit Kolonie Sigma der Motor leicht beschädigt. Die Noppern kümmern sich schon drum, aber sie haben großen Terz gemacht. Wir sollen armen Brummbrumm nicht anmachen. Den armen Brummbrumm, wie geil. Die Noppern sind so super. Tja, dann ist das hier wohl für die nächste Zeit unsere Basis. Die Brummbrumm. Die reden immer so cute, ey.